Denn jeder hat seine Herausforderungen, jeder hat irgendwie so ein Päckchen zu tragen, jeder trägt seinen Teil zu dem bei, was gerade ist. Und wenn jeder auf seiner Basis etwas verändert, dann werdet ihr merken, es verändern auf einmal zwei etwas und es wird etwas Wundervolles entstehen. Wir lieben die Kultur des gegenseitigen Wachsens. Und wenn jeder für sich wächst, dann wächst die Beziehung über alle Maßen hinaus. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück. Warum hilft dir eine Paartherapie nicht weiter? Genau darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge, denn wir hören das immer wieder, wenn sich Menschen bei uns melden, wenn Menschen mit uns ins Erstgespräch gehen, weil sie sich einen gratis Termin bei uns vereinbart haben, dann erzählen uns immer wieder Menschen, dass der eine Partner, die Partnerin nicht mehr zur Paartherapie möchte oder dass sie schon ausprobiert haben lange Zeit und es irgendwie keine Veränderung zu spüren war. Ralf, warum ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen? Weißt du, es gibt viele Paare, viele Menschen, die in Beziehungskrisen stecken und in der Paartherapie die letzte Hoffnung sehen. Und dann kommen sie zur Paartherapie, haben möglicherweise einen ersten Termin und stellen fest, dass es nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Dass sie schon im ersten Termin spüren, dass die Erwartungen oder auch die Ziele, die sie erreichen möchten, nicht erfüllt werden können. Und deswegen finde ich, ist es sehr wichtig, dass wir heute mal darüber sprechen, was kannst du von einer klassischen Paartherapie erwarten? Worauf solltest du, wenn du dich für eine Paartherapie entscheidest oder entscheiden möchtest, vielleicht auch achten, damit du eben nicht irgendwas machst, sondern nur das, was dich und deinem Ziel auch näher bringt? Jetzt würde ich gerne vorher noch dazu sagen, dass wir natürlich auch Paartherapeuten sind, wir uns aber von der klassischen Paartherapie abgrenzen und dieses Konzept so nicht verfolgen, weil wir natürlich erkannt haben, dass das so überhaupt nicht funktioniert und dass ein anderes Konzept, also den strukturierten Plan, den wir verfolgen und das Konzept, das wir benutzen, deutlich besser funktioniert. Aber Ralf, was kann ich von so einer klassischen Paartherapie denn erwarten? Du kannst auf jeden Fall erwarten, dass ihr gemeinsam als Paar in dieser Therapie sitzt. Und du kannst erwarten, dass du früher oder später den Eindruck hast, dass der Therapeut für die eine oder für die andere Partei, ja, wie sagt man so, Partei ergreift. Und wenn es auch nur unterschwellig ist, weil wir Menschen sind, das ist nun mal so, wir Menschen können nicht 100% uns aus allem neutral raushalten, sondern hin und wieder dockt auch irgendwas, was bei euch passiert, bei eurem Therapeuten an. Und dann wirst du merken, dass er eine bestimmte Meinung zu bestimmten Dingen hat. Und dann ist die Frage, ist das die Meinung, die du gerade vertrittst? Dann wirst du dich wahrscheinlich gut fühlen. Oder ist es die Meinung, die der andere, deine Partnerin vielleicht gerade vertritt? Und dann wird sie sich gut fühlen und du denkst, das ist nicht der richtige Therapeut für mich. Ja, ist das so die einzige Herausforderung, die einem da begegnet? Oder gibt es noch andere Dinge, die einem allgemein bei so einer Paartherapie begegnen? Naja, was ganz, ganz spannend ist, es gibt so ein paar Sachen, auf die du einfach achten solltest. Schau mal, frag den Therapeut nochmal, welche beziehungstechnischen Herausforderungen er selber schon überwunden hat. Ist es jemand, der aus dem Lehrbuch mit dir arbeitet oder ist es jemand, der eigene Erfahrungen hat, der selber schon die ein oder andere Beziehungskrise selbst erlebt und letztendlich dann auch den Weg gefunden hat, wie ist er da rausgekommen, wie hat er zu einer glücklichen Partnerschaft gefunden? Viele Therapeuten erzählen dir nichts über ihr Privatleben. Warum nicht? Weil es nicht da reinpasst. Warum passt es nicht rein? Weil sie das, was du erlebt hast, vielleicht gar nicht kennen oder wenn sie es kennen, vielleicht nicht das Ziel jemals erlebt haben, das du erreichen möchtest. Und wenn du mit einem Therapeuten zusammenarbeitest, der selber keine glückliche Beziehung führt, der gerade im Scheidungsprozess ist, dann stellt sich doch die Frage, wie gut kann er dich dabei unterstützen, zurück ins Beziehungsglück zu kommen. Das ist das eine. Das andere ist immer ein Auge drauf, ne? Augen auf, ne? Beim Vertrauen. Wie arbeiten da Therapeuten? Welchen Ansatz verfolgt dein Therapeut? Ist es ein emotionsfokussierter Ansatz? Ist es letztendlich vielleicht ein verhaltenstherapeutischer Ansatz? Das sind sehr, sehr wichtige Momente. Vielleicht auch, welche Ansätze, welche Techniken werden denn da in Kombination gebracht? Wird mit dir nur geredet oder mit euch, dass ihr euch jeden Tag, ne, wenn ihr da hinkommt, nicht jeden Tag, sondern alle zwei, vielleicht drei, manchmal, wenn du Glück hast, vielleicht sogar erst nur alle vier Wochen, welche Ansätze hat dein Therapeut im Repertoire?
Ja, weil es gibt verschiedene Ansätze. Nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jede Beziehung ist gleich und deswegen macht es auch Sinn, durchaus Sinn, die Verfahren, die Maßnahmen, die Interventionen an eure Bedürfnisse anzupassen. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich auch, wie oft könnt ihr mit eurem Therapeuten in Kontakt treten? Könnt ihr täglich mit ihm reden, wenn gerade eine Herausforderung ist? Oder habt ihr die Termine nur alle 2, 3 oder 4 Wochen, wie es bei den meisten üblich ist? Das sind wichtige Momente, um letztendlich auch sicherzustellen, könnt ihr eure Ziele überhaupt mit diesem Therapeuten erreichen? Und dann möchte ich noch eins in den Raum werfen, den Begriff Kurzzeittherapie. Kurzzeittherapie. Mach dir mal gerade ganz kurz in deinem Kopf eine Zahl. Eine Zahl, wie viele Sitzungen würdest du sagen, ist eine Kurzzeittherapie? Genau. Es sind keine 5, keine 10, keine 20. Eine Kurzzeittherapie sind 40 Sitzungen. Und da merkst du auch schon, wer 40 Sitzungen braucht, um euch zu unterstützen, dass ihr eine Beziehung wieder auf die Beine gestellt bekommt. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hin. Wenn du Glück hast, hast du alle 2 Wochen eine Sitzung. 40 Sitzungen alle 2 Wochen, das sind 80 Wochen. Jetzt lass mich raten, 52 Wochen hat das Jahr. Das heißt, ihr geht 1,5 Jahre, 1,5 Jahre zu einem Therapeuten, um eure Beziehung auf Vordermann zu bringen, zurück ins Beziehungsglück zu kommen. Glaubst du wirklich, dass ihr nach 1,5 Jahren therapeutischer Unterstützung noch zusammen seid? Wenn ihr 1,5 Jahre braucht, um eure Themen aufzuarbeiten, ins Handeln zu kommen, in die Umsetzung, glaube ich nicht, dass ihr noch zusammen seid. Und deswegen achte bitte ganz genau darauf, mit wem du in Zukunft zusammenarbeiten möchtest. Ja, und ich finde es nochmal wichtig zu sagen, was der Ralf ja in seinen Nebensätzen immer erwähnt, ist ja genau das Gegenteil, also das, was wir machen. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt über Paartherapeuten grundsätzlich schlecht sprechen. Es gibt auch super nette Menschen und super gute Paartherapeuten. Und da wir ja selber Paartherapeuten sind, ist das ja etwas, was wir ja nicht in Frage stellen können, weil wir es selber machen. Wir machen halt nur ein anderes Konzept, weil wir das klassische Konzept kennen und wissen, dass das so nicht funktioniert. Ralf, wie genau unterscheidet sich denn unser Konzept von dem klassischen Konzept? Oh, das sind so viele Sachen. Also zum einen ist erstmal so, es gibt bei uns keine gemeinsamen Sitzungen. Es gibt gemeinsame Strategiegespräche, wo wollt ihr hin? Und wir arbeiten auch nur mit Paaren, die sich beide committen, dass sie wirklich die Zukunft gemeinsam gestalten wollen. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wir arbeiten mit jedem allein. Denn jeder hat seine Herausforderungen, jeder hat irgendwie so ein Päckchen zu tragen, jeder trägt seinen Teil zu dem bei, was gerade ist. Und wenn jeder auf seiner Basis etwas verändert, dann werdet ihr merken, es verändern auf einmal 2 etwas und es wird etwas Wundervolles entstehen. Wir lieben die Kultur des gegenseitigen Wachsens. Und wenn jeder für sich wächst, dann wächst die Beziehung über alle Maßen hinaus. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich der Ansatz. Wie arbeiten wir? Und wir arbeiten emotionsfokussiert. Ja, wir gucken immer, was ist eigentlich die Ursache emotional. Und bei uns, und das ist das Schöne, musst du kein neues Verhalten lernen. Das neue Verhalten kommt aus dir heraus, weil es deinem Naturell entspricht und du wieder mehr von dem tust, wer du eigentlich bist. Und der dritte wichtige Standbein, das ist am Ende die Häufigkeit der Interaktion mit uns. Und das ist das, was das Kernstück am Ende ausmacht. Wir lassen unsere Klienten nie allein. Unsere Klienten sind immer an unserer Seite, denn sie haben die Möglichkeit jeden Tag, und ich meine wirklich jeden Tag, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mit uns in Kontakt zu treten. Denn wir möchten da sein, wenn die Probleme entstehen, wenn Herausforderungen da sind, wenn Fragen im Raum stehen, damit unsere Klienten, die Menschen, die wir betreuen, und da ist es egal, ob sie als Paar da sind oder ob sie alleine da sind, genau die Dinge tun, die dahin führen, wo sie hin möchten, nämlich zurück ins Beziehungsglück. Ich weiß, dass für viele unserer Klienten, die vorher nicht bei einer Paartherapie waren oder noch nie eine Therapie gemacht haben, für die ist das dann plötzlich ganz normal, dass man jeden Tag erreichbar ist und dass nur diese Menschen, die vorher etwas anderes gemacht haben, wirklich erkennen, was das für ein mega Mehrwert ist, dass du jeden Tag jemand hast, den du erreichen kannst. Ja,
genau darum geht es ja am Ende auch. Weißt du, jeder, und ich jetzt guck mal selber, ne, wenn du Ärger hast, wenn du Beziehungsprobleme hast, wenn du dir unsicher bist, wenn du traurig wirst, wenn du das Gefühl hast, deine Beziehung geht verloren und du weißt nicht, was du tun sollst, dann ist es doch gut, mit jemandem zu sprechen. Und weißt du, was die meisten machen? Und das ist halt das, warum es auch nicht vorwärts geht. Die meisten sprechen mit Menschen aus ihrem Umfeld, mit Menschen, die vielleicht selber gar keine Beziehung haben, die es selber nicht besser wissen. Und dann kriegst du manchmal einen Rat, den du befolgst. Und kaum hast du diesen Rat umgesetzt, wünschst du dir, du hättest diesen Rat nie bekommen. Weil der Rat von Menschen kommt, die es selber nicht besser können, die vielleicht selber immer wieder in denselben Schlamassel rutschen. Und das ist der Moment, in dem du dir wünschst, ach, hätte ich mal jemanden gefragt, der sich auskennt. Schau mal, und genau deswegen sind wir da. Das ist genau das, was wir tun. Weil wir unterstützen unsere Klienten, die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, nämlich jeden Tag. Und wenn du eine Frage hast und nicht weißt, Mensch, mache ich A, mache ich B oder mache ich vielleicht doch was ganz anderes, dann ist doch toll, wenn du einen Experten an deiner Seite hast, der von außen drauf guckt mit seiner Erfahrung, mit seiner Expertise und dich ein Stück an die Hand nimmt und dich dahin leitet, dass du genau die Dinge tun kannst, die dich dahin bringen, wo du hin möchtest, nämlich zurück in dein Beziehungsglück. Und dafür stehen wir und das ist das, was wir tun. Und das macht den entscheidenden großen Unterschied zu vielen anderen Therapeuten. Jetzt würde ich gerne nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, und zwar, wenn du das jetzt hörst, dass wir jeden Tag erreichbar sind, also du kannst jeden Tag uns sprechen und deine Fragen stellen, wenn viele natürlich denken, boah, das kostet bestimmt Geld. Ralf, wie kann man das ins Verhältnis setzen zu dem, was wir tun und was es eigentlich kosten würde? Naja, also sind wir mal ehrlich, ne? euch allen gegenüber. Also ein Therapeut bekommt Geld für seine Leistung. Eine Beratungsleistung ist letztendlich natürlich auch eine Dienstleistung. Und ganz ohne die Finanzierung geht es auch nicht. Das müssen wir einfach mal so in den Raum stellen. Und ich glaube, das ist auch jedem von uns hier allen bewusst, ja auch. Und gleichzeitig hören wir immer wieder, dass für eine Begleitung Menschen, ja, 7, 8, 9 oder manchmal sogar 10.000 Euro auf den Tisch legen, um sich, ich sag mal, auf dem Weg zurück ins Beziehungsglück unterstützen zu lassen. Wir hatten gestern einen Coaching-Call. Ich finde es nochmal, Leute, es war brechenvoll. Ja, brechenvoll heißt für uns, wir haben 12 Menschen da gehabt, weil wir selektieren, wir gucken, dass wir so viele Menschen nehmen, die wir auch wirklich individuell betreuen können. Und ich fand das Feedback wirklich fast fantastisch. Und da waren einige, die auch therapeutische Erfahrungen haben, die vielleicht auch gerade aus dem Freundeskreis was anderes sehen. Die haben gesagt, also so strukturiert und so klar formuliert wie hier und so eine enge Betreuung haben sie noch nirgendwo erlebt. Und wenn sie sich mit Freunden vergleichen, die ähnliche Sachen machen, sagen sie immer wieder, also tut mir leid, das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir hier gerade erleben. Und das für deutlich weniger Geld. Also ich kann euch nur sagen, also ihr müsst keine 10.000 Euro auf den Tisch legen, um eure Beziehung zu retten. Es geht auch deutlich günstiger. Und vor allem, und das ist das Wichtige, auch mit deutlich besserem Service, besserer Betreuung und einem richtig guten Konzept. Denn wir überlassen nichts dem Zufall, sondern der Zufall ist unser Feind. Auf gut Deutsch, ja, wir planen deinen Erfolg, damit du den auch wirklich erreichen kannst. Und dafür stehen wir. Also solltest du jetzt tatsächlich immer noch zögern und dir noch kein Erstgespräch vereinbart haben, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt, dass du entweder auf unsere Webseite gehst, www.beyondbreakup.de, oder dass du einfach in den Shownotes klickst und dir dort dein gratis Erstgespräch vereinbarst und dann schauen wir uns einmal gemeinsam deine Situation an. Entweder kommst du alleine oder du bringst deinen Partner oder deine Partnerin direkt mit, ganz so wie es für dich am besten ist. Es funktioniert auch tatsächlich, wenn du alleine kommst. Und dann sprechen wir mit dir darüber, wie wir dich zurück ins Beziehungsglück führen. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.